Das ist dann wirklich Ich finde das gut sinnvoll. investiertes Geld. So. Hör auf Warte mal, mich ich zu muss noch hauen. Feuer hinterm Hintern. Wir Gut, müssen. Traumfahren und findet. Ich glaube, diese findet Ballerinen-Quest haben wir auch irgendwie die ganze Zeit schon, wa? Die Ja. haben wir noch gar nicht gemacht, soweit. Ich bin mir auch gerade nicht so ganz sicher, was wir bei dieser Traumfahren-Quest machen sollen. Wir müssen auf jeden Fall scheinbar irgendwelche Hornrückkäfer eliminieren. Und von denen Ach so. dann Traumfahnen sammeln. Ich würde gerade fast vorschlagen, ich sehe nämlich gerade geradeaus von uns bei Avanas Omen noch zwei weitere Quests, dass wir vielleicht die zuerst holen und dann die Quests gemeinsam angehen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sind die Quests dann auch alle im selben Gebiet. Dann ersparen wir uns hier unnötiges Rumgelaufe. Ich habe dir gerade überhaupt nicht zugehört. Ich habe dem armen Mann dazuguckt, dem seine Vasen umgekippt sind. Sehr freundlich. Ach, okay, sehr interaktiv auf jeden Fall. Ich sagte Manchmal. da nur gerade, bei Avanas Omen hinten finden wir noch zwei weitere Quests. Und da das ohnehin mehr oder weniger im selben Gebiet liegt, würden es vielleicht ganz ratsam, dass wir zuerst dahin laufen und da die Quests eben mitnehmen. Du musst jetzt aber auch joggen. Juhu. Ja, ich sollte mich vielleicht gleich nochmal oder nachher, Oh. wenn wir hier pausieren, nochmal kurz eins von diesen Reittieren versuchen, unter den Nagel zu reißen. Soll ja wohl irgendwie auch bei mir mal klappen. Ah, und ab ins Wasser. Wuhu, Kappa. Naja, fast. Okay, im Wasser scheint kein Speed-Schwimming zu klappen. Schwimming. Speed-Swimming. Nee, das geht nicht. Dafür sind die kleinen Ärmchen zu schwach. Aber ich kann mir selber unter das Kleid gucken. Schön. Ja, das würde unsere Zuschauer natürlich am meisten interessieren, wie es bei dir im Kleid aussieht. Nein, aber dass sie sich selber unter das Kleid gucken könnten, das wird die bestimmt sehr Ich interessieren. frag mich ja gerade, was das hier ist. Ob das hier ein Instanzeingang ist? Überall stehen hier Katapulte. Oh, sogar dreigeschossige Harpunengeschütze. Also, was auch immer da durchgekommen ist oder durchkommen will, scheint mit allen Mitteln abgewehrt werden zu wollen. Vielleicht hat auch einfach Jetzt jemand überlege ich. seine Waffen draußen vergessen. Ich. Okay. Warten auf den Anführer. Oh, das scheint tatsächlich eine Art Instanz zu sein, die ich jetzt gerade nicht reingehen konnte, da das dir obliegt, die Schwierigkeit auszuwählen. Was? Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, ob wir da jetzt schon reingehen sollten. Das sollten wir, glaube ich, erstmal lassen. Das Portal wirkt groß. Es ist auch sehr groß, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest außen fertig und gehen Ja, dann zurück. genau. Ansonsten werden wir dann später irgendwann eventuell nochmal machen. Was ist das hier? Jetzt sollen wir hier einen Schilddrachen heilen. Hast du das gerade schon gemacht? Ah, du bist gerade dabei, stehst gerade in dem Help Drachen. us! Ja. Go with strength. Hast dir quasi seine Innereien mal näher angesehen, um ihn dann wirklich auch effizient zu heilen. Ja, der liegt Sehr immer zu. noch da rum. Hat sehr gut geklappt. Ich bin ein. Meisterheiler quasi. Na gut, vielleicht liegt es auch daran, dass du dann wirklich dich für die magischen Künste im Thema Zerstörung entschieden hast und weniger für die heilenden Künste. Ja. Ich finde es echt schön, man sieht hier oben. Wah! Was zum. Naja. Ach, okay, oh, sehr ärgerlich jetzt gerade. Ich sehe gerade die Quest, die wir bekommen, Drachenresonation. Das ist eine Quest, bei der ich wirklich so einen Drachen dann tamen muss. Hast du die eventuell sogar schon abgeschlossen? Was bei den Drachen? Die bei dir direkt abgeschlossen gewesen? Also hast du die Quest Drachenresonation noch? Nö, ah, doch, ich hab's ja noch. Okay. Dann tötet du mal kurz eben weiter, dann werde ich mir doch mal eben hier versuchen, so ein Vieh unter den Nagel zu reißen. Also eins muss man im Spiel lassen, das sieht echt ziemlich hübsch aus. Solange man nicht zu nah reinzoomt. Oh, ich hab's diesmal beim ersten Mal geschafft. Super, ich Oha, bin sehr zufrieden Glückwunsch. mit mir. Und hab die Quest auch direkt abgeschlossen. Perfekt. Hör auf, mich umzureiten. Ja, ich muss anscheinend noch. Ich muss Ah, anscheinend jetzt hab ich hier nochmal. auch einen neuen Skill bekommen. Interessant. Ich Boost noch muss mal hier. neu. Ja, irgendwie schon. Tja, so ist es, wenn man einfach zu gut für dieses Spiel ist. Offensichtlich. Ja doch, ich war gerade im ersten Moment doch tatsächlich ein bisschen überfordert mit dem Skill.
obwohl ich das eigentlich gut kennen müsste, da ich es bereits aus einem anderen Spiel kenne. So. Schön. Ich meine, wer sich erinnert vielleicht an Red Dead Redemption, dort musste man, um die Pferde zu zähmen, ebenfalls das Gleichgewicht halten. Eins meiner absoluten Lieblings-Minigames. Jetzt hier total versagt, aber na gut, sowas passiert natürlich auch mal. So, dann wollen wir mal absteigen von unserem... Können wir denn absteigen, ohne dass wir dafür einen bestimmten Skill benutzen müssen? Ne, scheinbar nicht. Wir müssen wohl über das X absteigen. Schade. Wir haben ein X. Wo siehst du ein X? Bei der... Ich habe einen Drachen. Ich habe einen Drachenskill. Also mein Drache hat einen Geschwindigkeitsschub und dann der Leiste ist ein X dran. Ah. Zum Schießen. Gesehen. Gut. Und... Hast du endlich meinen neuen Skill-Teiler ausprobiert? Ja, ich hab das, also, wie du gerade vielleicht gesehen hast, hab den einmal hier hübsch hochgeworfen, den Typi. Okay. Ja, ich hab hier diesen wunderschönen Skill. Oh, der sieht auch sehr hübsch aus. Jetzt konnte ich natürlich nicht, weil ihn eingefroren hast, hochwerfen. Bist du zu schwach, oder? Ja, so ein Eisklotz hochzuwerfen ist doch eindeutig schwerer als ein Fleischklops. Natürlich hätte er sich nicht mehr dagegen gewehrt. Ah, jetzt habe ich auch herausgefunden, wohin mein Skill von vorhin gehört. Mein blutiges Ende. Ich habe einen Uncharted-Skill, den ich damit kombinieren kann. Also wirklich großes Lob an die Macher. Diese vielen Kombinationsmöglichkeiten in den Skills selber sind wirklich sehr, sehr schön. Was war das denn? Das war irgendwas von mir. Das habe ich mir jetzt noch gedacht. Es kam irgendwas vom Rechtsklick, das wechselt ja immer durch, dann habe ich irgendwie einmal so ein Wasserding. Du kannst dir die Kombi-Möglichkeiten aber über K angucken, wie du die Kombis genau nutzen musst, um da die gewünschten Effekte daraus zu erzielen. Tja. Wenn du auf K dann mal guckst, unten dann auf die Kombos. Zerschmetternde Luftflamme. Was gibt's noch? Weit jetzt die Kombis, ne? Irgendwo. Kombi, Kombo-Skills, ja. Wirbelsturmflamme. Aha. Terra-Flamme, aha. Also auf gut Deutsch, je öfter man vor den normalen Skill macht, desto stärker wird das, was hinterher rauskommt. Oh, sehr interessant. Du bekommst, wenn du einen Drachen zähmst, bekommst du einen neuen Skill, der sich Drachen-AD nennt, der für 2 Minuten einen beliebigen Skill, ein beliebiges Attribut von dir verstärkt. Ich kann offensichtlich im Übrigen auch meinen rechten Skill aufladen. Ja. Ich nicht. Die Erdbeben-Kombo. Okay, mir fehlt noch ein Traumfahren. Ich weiß nicht, wie viele dir noch fehlen. Ich hab alle. Ich kann hier so ganz entspannt mir meine Sachen kurz angucken. Okay. Gut, damit hätte ich jetzt auch endlich alle. Oh. Wie genau hast du vorhin den Drachen denn gerufen? Über 6 dann wieder? Nee, über den Skill scheinbar nicht. Über diese Alt-Dinger, Alt-F1, Alt-F2. Die sind da oben links, werden die irgendwo bei dir angezeigt. Ah, da habe ich es gefunden, okay. Hast du jetzt 2 Drachen quasi, oder? Ja, aber ich glaube, man kann eh immer nur einen gleichzeitig schießen. Oder auch nicht. Nee, doch nicht, der andere verschwindet wieder. Ich wüsste aber ganz gerne, wie ich ihn hier als quasi Reittier verwende. Scheinbar gar nicht. Okay, mein Drachen charge einfach mal random irgendwo hin. Danke. Ja, kann meine auch. Da, los, Attacke. Okay, es gibt scheinbar keinen Limiter für die Entfernung, wenn der Drache irgendwo angreift. Los, die Drache. Auf jeden Fall, das Kombosystem finde ich so sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur befürworten.
Auch allgemein dieses Pets-System hier, dieses Spiel, für die, die sich vielleicht noch nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, dieses Spiel scheint, so wie ich es verstanden habe, sich damit auseinanderzusetzen, dass man hier Drachen wirklich mal an seine Seite bringt, die auch wohl trainieren kann. Okay, mein Drache ist gerade verschwunden, scheinbar kann er nur eine begrenzte Zeit bei mir bleiben. Was wir noch gar nicht gemacht haben, wenn du C drückst, oder ich habe es zumindest noch nicht gemacht, ja, kann man ja hier Punkte verteilen. Ah, Attributspunkte. Und da gibt es auch einen, der heißt Drachenmacht und Magie schaut mal magische Durchschlagsfähigkeit. Ah. Darüber ist Charisma, das hat irgendwas mit dem Drachen zu tun. Intelligent. Also wieder ein relativ altes Skillsystem, was man so vielleicht gar nicht mehr bei so wahnsinnig vielen Spielen kennt, dass man hier wirklich selbst Attributspunkte verteilen muss. Da haben wir auch Charisma, die Kampfzeit des Drachen verlängert. Okay. Ja. Hopp. Da war er weg. Aber ich könnte jetzt theoretisch meinen zweiten wiederholen. Schön. Das heißt, wenn man mehr Drachen hat, ich weiß nicht, wie viele man auf einmal dabei haben kann, wahrscheinlich maximal 12, kann man hier auch... Kann man die nacheinander rufen, okay. Ja, scheint so. Also der eine hat jetzt irgendwie... Also der bleibt jetzt schon irgendwie 4 Minuten, steht bei mir. Meiner bleibt nur 3 Minuten, also scheint es deutlich einen höheren Charisma-Wert als ich zu haben. Mein Charisma-Wert liegt bei 33. Ja, meiner liegt jetzt bei 36. 36? Und das sind schon 4 Minuten, okay, interessant. Ja, die zeigen irgendwie auch nur, weiß nicht, sind wahrscheinlich nur ein paar Sekunden und die haben bei dir irgendwie die 50 Sekunden oder was da weggekürzt. Ja, gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall diese Quest hier soweit fertig. Damit können wir dann auch direkt mal weitergehend abgeben. Ich hätte jetzt trotzdem ganz gerne hier noch erfahren, weil ich hier so oft Leute rum, auf ihren Drachen rumreiten sehe, ob wir auch eventuell irgendwie einen Skill haben, mit dem wir, aber ich habe wohl noch keinen. Nur vielleicht später irgendwann. Seltsame Dinge passieren. Der Drache ist im Übrigen auch ganz nett animiert, wie ich finde. Ja, sehr hübsch. Also trotz der relativ schwachen Engine, ist die Animation trotzdem sehr hübsch. Also er läuft ja auch einfach mal über den Boden des Sees. Das ist dem scheißegal. Okay, sehr interessant. Ah, ich sehe es. Ist dem völlig egal. Okay, also schwimmen können unsere Dickhäuter hier scheinbar nicht. Ich meine, es sind Drachen, das sind Eidechsen quasi, warum sollten die schwimmen können? Richtig. Die machen es dann eher wie die Nilpferde und laufen über den Boden. Richtig. Wobei auch die tatsächlich schwimmen können. Aber wobei tatsächlich auch die schwimmen können. Tja. Der Hubert. Hallo Hubert. So schnell liegt es mal, ich jetzt beziehe, bla 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 bla. Okay. Hey Dragons, be with you. Das ist jetzt hier quasi so die Einführung in dieses Drachengeschwurpsel. Ja. Wobei man hatte ja irgendwie theoretisch, gibt es ja das Tutorial, das wir beide ignoriert haben gekonnt. Und da wird einem sowas eigentlich auch nochmal im Detail erklärt. Wobei ich zugeben muss, dass ich das einmal angespielt habe und relativ verwirrt abgebrochen habe. Weil da wird einem einfach alles um die Ohren geknallt. Inklusive einer unausgegorenen Story. So. Ja, True, jetzt mag ich schon seit einigen Spielen nicht mehr. Vor allen Dingen verraten sie einem einfach meistens entweder zu viel auf einmal oder zu wenig, was man durch simples Spiel, wenn man schon ein bisschen länger spielt wie wir, auch sehr schnell so rausbekommt. Ja, ich sag mal, die Störung ist jetzt hier auch kein Hexenwerk. Nein, definitiv nicht. So. Ja. Frage, wollen wir noch ein bisschen weiterlaufen oder machen wir eine kurze Pause? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Alles klar. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss.